Was geht YouTube und herzlich willkommen zum lang ersehnten zweiten Teil Martin Schindler imitiert Dart-Profis und ihre Wurfstile. Dieses Video wird präsentiert vom Dartspool Adventskalender. Das heißt, wenn ihr ihn immer noch nicht bestellt habt, Leute, wir sind bald out of order. Ihr müsst jetzt bald zuschlagen, wenn ihr den besten Darts-Adventskalender in Deutschland haben wollt. Mit vielem Zubehör etc. Und jetzt ganz viel Spaß. Martin Schindler, einfach wieder legendär. Let's go. Bewerten, kommentieren, abonnieren, nicht vergessen. Ja, das darauf warte ich nur. Das ist das Einzige, worauf ich warte. Hey, aber wer ist denn? Das sollte Martin sein. Ach so, ah, wegen der Fresse. Jetzt habe ich es auch gecheckt. Das war wieder ein Originaler. Ich glaube, der war wieder unmöglich besser zu machen als das. Von die Bexer. Alter. So original einfach mit diesem Laufen, Alter. Krass, dass du das auch kannst. Ich krieg die Darts gar nicht so schnell von der einen in die andere Hand. Das muss man ja auch schon üben. Und jetzt den letzten Rückkehr mit. Kurz Angst gehabt? War es mit den Augen Absicht? Ja. Ey, wie gut ist es bitte, Mann? Wie kannst du das alles sehen? Das ist so gut. So, den brauche ich jetzt aber auch nicht sein. Okay, den muss ich jetzt erkennen. Komm, den muss ich jetzt erkennen. Das ist John Henderson. Richtig. Big John Henderson, Alter. Das war ja der Martin Schindler, der Originale. Klarsten. Von hier unten, Mann. Ja, das ist aber. Was ist das denn, Alter? Der hat jetzt trotzdem den Arm noch so, oder? Genau. Bei Wright ist es krank, dass er einfach den Dart am Ende noch mit zwei Fingern festhält. Dennis Smith? Musst du auch die Augen machen. Ich weiß gar nicht, ob die Bewegung richtig ist, ja. Man kann auch wirklich so auf der Bühne gespielt haben, aber er hat's geschafft. Warum aber? Was bringt ihn das? So, jetzt machen wir was Einfaches, machen wir Christian Kist. Ah ja. Und seinen Seelenverwandten Jamie Lewis könnte man dann natürlich auch direkt abarbeiten. Du hast den Mund vergessen. Stimmt. Der hat zwei Sachen gleichzeitig. Der macht den Mund und noch runter. Das ist schwer. Ja, das war cool. Da müssen die Darts aber auch im 75-Grad-Winkel stecken dann. Der kippt ja auch immer zur Seite. Kannst du Darren Webster? Ja.
Doch, das war schon ziemlich.